Ne? Die gehen wieder, Alter. Sind die schon weg? Der eine läuft hier gerade am Fenster vorbei, sehe ich. So viel kann man da gar nicht haben. Liegt hier irgendwas? Okay. Muhahaha. Oh, Katze! Hör doch mal auf. Hör auf jetzt! Vor allem sitzt sie da am Fenster, ne? Hat ihre beiden Vorderpfoten auf der heißen Heizung und jault rum. Geht gar nicht. Bestimmt ist es hier heiß. Nee, die ist rollig. Die ist einfach nur dumm. Weißt du, was ich gefunden habe? Hä? So eine Kiste, wie Xobo uns erzählt hat, wie die funktioniert. So eine schwarze. Geil. Aber ich habe keine Brechstange. Aber ich weiß jetzt, wie die Stadt heißt, wo die ist. Die heißt so. Piep. Du bist jetzt Noch weg. ein Generator, geil. Ah, ich weiß jetzt, wo ich jetzt langlaufe. Ich dachte nie, dass man die finden kann, ne? Vor allem haben wir auch noch nie. Nee, haben wir noch nie gefunden. So, Leute. Na, wieso rennt denn der Zombie so schnell bergauf? Sind die ein bisschen behindert? Anscheinend nicht, sonst würden sie nicht so schnell laufen können, wenn sie behindert wären. Ich hab schon wieder rote Verbindung, Alter. Ich lade doch gar nichts hoch. Hatte ich eben auch kurz. Oh, jetzt kommt's noch nichts. Aber Nein. von der Flüssigkeit her ist der Serveranbieter, den wir haben, schon mal gut. Ja. Kannst du mal sagen, wie der heißt? Ich hab's vergessen. Ich glaube, das war G-Factory. Ah, genau, G-Factory. Bei G-Factory haben wir unseren Server. Dieses Web-Interface von dem Server ist zwar ein bisschen, sieht ein bisschen billig aus, aber bis jetzt hat eigentlich auch alles geklappt, was wir wollten, ne? Mit Ja. ein paar Anlaufschwierigkeiten, weil wir bestimmte Dateien nicht gefunden haben. Aber jetzt wissen wir, wo sie sind. Ne, wo komme ich denn da hin, wenn ich hier lang laufe, Alter? Ich hoffe mal, ich komme dahin, wo ich denke, dass ich dahin komme. Sieht aber eigentlich auch fast so aus. Aber ich kann mich halt nicht an diese Stadt erinnern, in der ich gerade war. Ich glaube, von da aus sind wir noch nie dahin gekommen. Oder ich jedenfalls nicht. Aber ich glaube, das ist das, was ich denke. Steht hier denn. Manchmal stehen ja hier so eine Straßenschilder in die und die Richtung, 3 Kilometer und dann bist du da und da, ne? Da ist noch eine Stadt. Kann sein, ja. Was liegt denn da? Ach, so ein Schrottauto liegt da auf der Seite. Hier liegen lauter Schrottautos. Geil, Waffe weggebackt. Yes! Das ist gut für uns. Also für mich. Also in den normalen Rucksack passt schon mal keine Waffe rein. Das ist gut zu wissen. Nicht mal eine Handgun? Doch, eine Also Handgun eine passt doch. normale Waffe meine ich jetzt. Wie, was heißt normale Waffe denn bei dir? Bei mir war es ein MP5. Eine MP5? Neo. Ja, die ist doch, braucht doch 10 Plätze und in den Rucksack sind doch nur 10 Plätze, oder nicht? Ja, deswegen sollte er ja eigentlich reinpassen. Ja, anscheinend nicht. Aber dann kannst du eine 5-Platz-Waffe kannst du reinmachen, eine Handwaffe. Ja. Ah, ne, Faustwaffe heißt es ja. Das heißt ja nicht Handwaffe. Ich muss mir unbedingt merken, wie die Stadt heißt, wo ich jetzt gerade war. Wegen der schwarzen Kiste. Wenn ich eine Crowbar habe, dann hole ich mir die. Oh, mein Rücken juckt voll. Ich kann nicht. Ah, doch, jetzt kann ich. Oh, ich laufe einfach mit der anderen Hand. Ah, Okay. einmal frei gewechselt. Ohne dass ich aufgehört habe zu laufen. Sind wir noch Zombie hinter mir? Nee. Ich laufe jetzt mal hier so hoch. Weil ich hoffe, dass da jetzt gleich was kommt, was ich mir sehr wünsche. Und was wünschst du dir? Tja, das würdest du gerne wissen, ne? Also das hier sieht schon mal schlecht aus. Das sieht schon mal nicht so aus wie das, was ich mir wünsche. Oh, ficken, Alter. Ich dachte, ich wäre hier. Aber ich bin nicht hier, ich bin dort. Oh mein Gott. Da muss ich gleich auch mal dahin kommen. Dort?
Ja. Ja, das ist richtig geil hier. Aber ich kann ja gleich mal zurücklaufen in diese andere Stadt, falls das hier nicht der Ort ist, den ich mir wünsche. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Umso länger hier weit lang geht, desto eher bin ich mir sicher, dass ich nicht dort bin, wo ich hin will. Ne. Ich glaube, ich bin nicht dort, wo ich hin will. Dann gehe ich jetzt mal in die andere Stadt, mal gucken, was das für eine war. Hoffentlich war das nicht die Stadt, aus der ich gekommen bin, ey, dann kriege ich einen Ausraster. Weil ich bin manchmal so verwirrt, wenn ich laufe, dass ich auch in eine Stadt laufe, wo ich schon mal drin war, wo ich gerade erst drin war. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Wenn das so ist, dann hättest du nämlich ein Problem. Wieso? Wenn ich da gerade bin. Wo? Da, wo du eben warst. Kannst du ja gar nicht. Du weißt ja gar nicht, wo ich eben war. Doch, weiß ich. Wo denn? Da. Ja, siehst du? Weißt du nämlich nicht. Oder warst du dort? Ich lass dir mal einmal Box of Matches hier. Ich habe nämlich schon eins. Ja, habe ich auch schon. Achso, okay. Weil ich lasse dir das hier und du weißt gar nicht, wo das ist. Ich habe dir ja auch schon was da gelassen. Ja. Was war denn das? Eine Karte, ja. Ja, eine Karte. Das, was ich auf jeden Fall unbedingt brauche, Alter. Ohne Karte bin ich hier richtig aufgeschmissen bei Daisy. Und bei uns sieht man sogar, wo man ist auf der Karte. Also das wäre noch easier für mich eigentlich. Ja. Und ich krieg einfach keine, ey. Ich finde keine Karte. Muss ich mal kurz hier hinschmeißen. Ich muss mich mal was trinken. Ich hab Durst. Also in echt jetzt. Jetzt ist meine Cola umgefallen. Oh, scheiße. Ah. Das hat man jetzt in der Aufnahme richtig geil bestimmt gehört. Ja. Und das auch. Es fängt schon wieder an zu regnen, Daisy, ne? Ja, merke ich gerade. Zum Glück ist mein Thermometer richtig rot, weil ich die ganze Zeit renne. Alter, halt den Junge. Ich habe 3 Magazine für die... Wieso habe ich 3 Magazine? Ne, 3 Schuss nur noch, ne? Ach so, ja. Ich habe nur noch 3 Schuss. Halt die Klappe. Da war es ganz gut, dass ich in dem Haus nicht schießen musste, sonst hätte ich nämlich nur noch 2 Schuss gehabt. Und danach nur noch 1 Schuss. Und dann wären auf jeden Fall noch mehr Zombies gekommen. Ja. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht dieselbe Stadt, Alter. Weil ich kenne mich, ich bin so dumm. Ich laufe aus einer Stadt raus, gehe einmal um eine Ecke und sehe dieselbe Stadt und denke dann, oh geil, eine neue Stadt. Katze, verpiss dich. Aber da, wo ich war, hätte es eine Karte geben müssen eigentlich. Und da war keine, also warst du wahrscheinlich schon da. Oder auch nicht. Ich komme da gerade hin. Du weißt gar nicht, wo ich war, Alter. Klar. Nee, ist eine andere Stadt. Oh, zum Glück. Dann sag mir doch, wo ich war. Ja. Ich bin doch jetzt nicht mehr da. Kannst doch ich sagen. Ich will nur wissen, ob du wirklich weißt, ob ich da, dass ich da war. Nein. Ja. Ich sag es nicht. Weil du es nicht weißt. Das weißt du definitiv nicht, Alter. Ich will es dir nicht bestätigen, weil ich da gerade bin. Du bist so ein schlechter Lügner, Tobi. Ah, hast du mich gehört? Nein. Hast du geschossen oder was? Ja. Ich hab dich nicht gehört. Genau auf dich drauf. Kannst ja gar nicht. Kannst du ja gar nicht. Ich hätte dein Auto schon aus kilometerweiter Entfernung gehört. Ich weiß. Zum Glück darfst du mich hier nicht abschießen. Oh, eine Map. Oh, wie geil. Endlich, Alter. Ich weiß, wo ich bin, ey. Jetzt gucke ich gleich mal auf die Map und guck mal, wo ich hier angekommen bin. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich bin auf der Map. Ich bin... LOL! Alter! Übrigens war ich vorhin echt am Maprand, ne? Ich war echt vorhin am Rand von der Map. Ich bin jetzt sogar schon wieder fast am Rand von der Map. So, Leute. Jetzt weiß ich aber, wo ich bin. Und die Stadt, die ich vorhin gesehen habe, war nicht die, die ich dachte, dass ich sie gesehen habe. Ich dachte nur, ich habe Elektro gesehen. Also auf dem Schild Elektro gelesen, aber das war nicht Elektro. Das kann
kann nämlich gar nicht sein, Alter, weil ich nicht am Wasser war. Ich dachte echt so, ich sehe auf allen Seiten ist Wald, ne? Und dann steht auf dem Schild sowas wie, also sah so aus wie Elektro, ne? Dachte ich so, hä, was, das kann doch gar nicht sein, bin ich hier im falschen Film? Hier ist nirgendwo Wasser. Und ich habe schon wieder rote Verbindung. So, Leute, wir gehen jetzt erstmal, wo, ach, da unten ist die Stadt, wo ich eben war. Lol, so weit bin ich gelaufen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, Leute. Wir arbeiten uns jetzt Stück für Stück eine Stelle vor. Jetzt kann ich mich endlich, jetzt kann ich endlich mal was planen, Alter. Boah, wie geil ist das denn, Leute? Jetzt endlich mal planen, vernichtet zu werden. Nein, jetzt geht's nämlich richtig los. Mit Map bin ich unschlagbar. Ich habe immer noch... Ah, jetzt ist die rote Verbindung weg. Wieso habe ich denn jetzt ständig rote Verbindung? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich setze jetzt mal aus. Ich habe ja genug zu essen. Oh, Leute, jetzt geht sowas von los, ne? Glaubt ihr gar nicht. Wo ist jetzt mein Waypoint? Da. Wie ich das Auto hier voll quäle, ey. In echt wäre er schon tot. Und jetzt ist die Chance natürlich auch höher, dass ich ein Auto finde. Hey, ich habe andauernd rote Verbindung. Was ist das? Ach, mein Kumpel zockt wie Sau, Alter. Echt? Die Lampe von dem blinkt wie ein Schwein. Also Schweine blinken natürlich nicht, aber... Ne. Wäre natürlich geil. Da würde sich jeder Bauer denken, geil, ich mach jo. Die Disco der Blinkschweine. Oh. Hä? Scheiße. Ach, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Weißt du, was meine Aufnahme... Ach so, kann ich jetzt gar nicht erzählen. Ah doch, ich lade es ja erst voll spät hoch. Sonst weißt du ja immer, wo ich bin. Wir müssen mit dem Projekt erstmal aufnehmen eine Weile und dann kann ich es hochladen. Aber ich kann es jetzt mal erzählen. Ich habe ja... ich nehme ja Rust auf, ne? Als Let's Play. Ja. Und da habe ich eine Stelle gefunden, habe ich dann meinen kleinen Stash dahin gebaut, ne? Oh, ne, wie heißt das nicht? Stash, das heißt irgendwie anders. Aber du weißt, was ich meine, so eine kleine Kabine. Ja. Mit Tür und allem, habe das dahin gebaut, habe mich dann ausgelockt. Und dann einen Tag später habe ich weitergezockt und aufgenommen. Und weißt du, was da neben meiner kleinen Kabine stand? Was denn? Eine andere Kabine, die irgendein Wichser dahingestellt hat. Der wollte einfach mal mit mir Nachbar sein. Geil. Ich habe erst halt gedacht, was soll das? Und dann ist seine Tür offen gewesen, weißt du, der hat ihn nicht zugemacht, als er sich ausgelockt hat. Dann bin ich da rein, habe sein Lagerfeuer kaputt gemacht in seinem Häuschen. Und dann habe ich, glaube ich, seine Tür kaputt gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht, ich habe meine Tür kaputt gemacht. Stimmt. Oh, warum bist du deine kaputt gemacht? Ich will auf jeden Fall noch sein Häuschen abbauen beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme. Das kommt da nicht hin, da will ich gerade mein großes Haus hinbauen, da in der Nähe. Da lasse ich doch keinen Spieler in meine Nähe spawnen. Aber er hat leider kein Bett drin gehabt, sonst hätte ich das mitgenommen. Bei Betten kann man ja einfach so aufheben. Also, ich weiß nicht, ob du hier warst, aber wenn du hier warst, dann bist du blind. Weswegen? Wegen der Map oder was? Nee. Auto. Nee, dann war ich wahrscheinlich nicht da. Auf Autos achte ich die ganze Zeit schon. Ich glaube nicht, dass du da dass du da bist, wo ich eben war. Ui, scheiße. Du weißt, ich habe gesagt, ich war am Maprand, ne? Ja. Bist du auch jetzt am Maprand oder was? Kann man so sagen, ja. Ja, dann könntest du vielleicht doch da sein, wo ich war. Aber ich glaub's irgendwie nicht. Du warst nämlich vorher ganz woanders. Du hast ja gesagt, wo du gestorben bist. Und so schnell kannst du nicht so weit laufen oder fahren. Na doch, wahrscheinlich schon, aber... Ja, ich bin ja schon da zurückgelaufen, als du... Hä, lol! Da bist du! Ficken, ey. Alter, der hat mich echt gefunden, der Wichser. Okay. Ich dachte gerade, da fährt ein Zug oder so. Hi! Ja, du kannst das Auto haben. Nice! Fährt das noch? Ja, so halbwegs. Hier wollte ich genau hier wollte ich jetzt als nächstes Ziel hin, Alter. Hier war ich noch nicht. Na super. Voll cool, danke. Ja. Hast du schon gecheckt, ob da was drin ist? Ja, hab ich alles rausgenommen. Was war da drin? Verbandszeug. Ach so. Oh, scheiße, ey. Voll cool, wir haben uns das erste Mal jetzt gesehen. Auf so einer riesen Map, Alter. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. ich wollte eigentlich gar nicht. Was bewegt sich denn da? Da bewegt sich was ganz Großes, habe ich so gedacht. Warst du schon in der Stadt hier? Hast du schon alles durchsucht? Gut, dann mach ich das jetzt. Ich will da gar nicht hin. Ist eine Kackstadt. Finde ich aber eigentlich nicht.
Deswegen wollte ich mich hier hin. Wegen zwei Sachen. Ich hab voll gedacht, hey, was kommt denn da jetzt? Das ist aber komisch, der Zombie läuft so geradeaus. Ja. Habe ich den Zombie jetzt umgenietet? Ja. Ah, ich habe eben schon das Ding gesehen, da. Diese Kiste. Ja, da warst du doch da, wo ich war. So Snofka oder wie es heißt, ne? Na jo. Ja, da war ich. Und übrigens. Oh, Scheiße, da ist eine Brücke. Übrigens, war ich war schon aus der Stadt raus. Da hast du zu mir gesagt, man muss in der Theke gucken im Supermarkt, ne? Ne? Da habe ich gesagt, Supermarkt habe ich nicht gesehen. Da bin ich zurück zum Supermarkt gelaufen, wo ich vorher schon drin war. Und habe nochmal in den Theke reingeguckt und da lag eine Makarov PM drin. Ich helfe dir voll. Supermarkt habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. In der Stadt gibt's keinen Supermarkt. Und du sagst auch noch, eine größere Stadt ohne Supermarkt, das gibt's nicht. Ja. Und ich war gerade drin, wo du gesagt hast, ich bin gerade aus dem Supermarkt raus, wo du gesagt hast,